Im Juli des vergangenen Jahres kamen durch verheerende Hochwasser in West- und Mitteleuropa über 220 Menschen ums Leben, 184 davon allein in Deutschland. Materielle Schäden lassen sich bei Naturkatastrophen selten vermeiden, aber wir wollen uns in diesem Video mal ansehen, wieso so viele Menschen sterben mussten. Nach dem Intro geht's los. Moin moin und herzlich willkommen. So manche von euch werden sich vielleicht darüber wundern, dass ich dieses Video der Kategorie Katastrophe Mensch, also den menschengemachten Katastrophen, zuordne. Guckt euch das Video bis zum Ende an, dann werdet ihr verstehen, warum. Was genau vorgefallen ist, wird vermutlich niemanden entgangen sein, daher werde ich die Geschehnisse nur kurz anschneiden. Vom 12. bis 19. Juli sorgten schwere Regenfälle in vielen Teilen West- und Mitteleuropas für schwere Sturzfluten und Überschwemmungen. Besonders stark betroffen waren Teile von Belgien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und Deutschland. In Deutschland erreichten die Regenfälle am 14. Juli ihren Höhepunkt. Stellenweise fielen binnen 24 Stunden mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Insgesamt kamen fast 230 Menschen ums Leben, 43 davon in Belgien und 184 in Deutschland. Allein im Landkreis Ahrweiler starben 133 Menschen. Zu den menschlichen Opfern kamen noch zahlreiche Haus- und Nutztiere und Schäden in Höhe von schätzungsweise 46 Milliarden Euro, davon 33 Milliarden allein in Deutschland, womit das Hochwasser rein an der Höhe des Sachschadens gemessen die schwerste Naturkatastrophe aller Zeiten in Deutschland war. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen musste mancherorts vorübergehender Strom abgeschaltet werden. Über 200.000 Menschen waren vom Stromausfall betroffen. Die Infrastruktur wurde ebenfalls schwer beschädigt. Allein die Deutsche Bahn meldete Schäden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. In vielen Orten brach auch die medizinische Versorgung zusammen. Einerseits durch die hohe Zahl der Hilfsbedürftigen und zum anderen, weil zahlreiche Arztpraxen und auch einige Krankenhäuser beschädigt oder gänzlich zerstört wurden. Durch die Zerstörung von Heizöltanks und Leitungen und von Kraftfahrzeugen wurde stellenweise das Trinkwasser verseucht. Die Wasserwerke Westfalen mussten eines ihrer Werke abstellen. Auch die Müllentsorgung stellte nach der Katastrophe eine große Herausforderung dar. Allein im Landkreis Ahrweiler wurden in den ersten 4 Monaten nach dem Hochwasser mehr als 300.000 Tonnen Sperrmüll registriert. Dies entspricht der Menge, die üblicherweise in 40 Jahren anfällt. Man kann nun sagen, Naturkatastrophen lassen sich nun mal nicht verhindern. Das mag auch richtig sein und auch ein großer Teil der Schäden hätte sich nicht vermeiden lassen können. Aber gilt das auch für die hohe Zahl der Todesfälle? Eindeutig nein. Wieso es trotzdem zu so vielen Toten kam, will ich hier nun aufzeigen. Erstens, Begradigung von Bächen und Flüssen. Der Ursprung dieser Ursache liegt bereits viele Jahrhunderte zurück. Die ersten Beurkundungen über Versuche, den Rhein zu begradigen, stammen bereits aus dem Jahr 1391. Aber was bedeutet eigentlich Begradigung und welche Folgen hat sie? Natürlicherweise bilden Flüsse und Bäche im Flachland Mäander, das heißt, sie fließen in Schlangenlinien. Durch die Begradigung wird künstlich ein gerader Verlauf des Bach- oder Flussbettes erzeugt. Das hat den Vorteil, dass einerseits mehr Bauland zur Verfügung steht und andererseits sumpfige Gebiete zwischen den Mäandern trockengelegt werden können. Durch diese Trockenlegung konnte zum Beispiel Malaria in Deutschland in den 1960er Jahren ausgerottet werden. Aber die Begradigung bringt auch einige Nachteile mit sich. Zum einen sinkt durch die Begradigung dieser sumpfigen Gebiete die natürliche Artenvielfalt. Zum anderen kann zwar bei richtiger Bauweise die Hochwassergefahr sogar verringert werden, in der Regel steigt diese aber durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit des Wassers und durch den Wegfall der natürlichen Überschwemmungszonen. Zweitens, ausbleibende Warnungen an die Bevölkerung. Dies ist wohl der schwerwiegendste Kritikpunkt. Das europäische Hochwasserwarnsystem EFAS hatte bereits Tage vor der Katastrophe vor extremen Überschwemmungen gewarnt. 4 Tage vor den schwersten Überschwemmungen
hatten die Regierungen Deutschlands und Belgiens offiziell vor Hochwassern an Rhein und Maas gewarnt. Die Bundesregierung setzte dabei aber auf ein neu entwickeltes Warnsystem, das 2020 erstmals getestet wurde, in diesem Test aber bereits völlig versagt hatte. Das System war aufgrund von Überlastung in diesem Test teilweise zusammengebrochen. Viele Menschen, die an diesem Test teilgenommen hatten, erhielten die Warnmeldungen damals entweder gar nicht oder erst mit großer Verspätung, teilweise sogar erst nach der Endwarnung. Trotzdem sendete das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz nur eine Warnung über Push-Nachrichten in Warn-Apps wie Nina aus. Diese erreichten aber nur Menschen, die eine solche Warn-App auch auf ihrem Smartphone installiert hatten. Der Deutsche Wetterdienst informierte die zuständigen lokalen Behörden über das bevorstehende Hochwasser. Allerdings wurden nur in wenigen Regionen über Sirenenalarm ausgelöst. In vielen Landkreisen existieren gar keine Sirenen mehr. In anderen Regionen wie im Bergisch-Rheinischen Kreis wurde laut Medienberichten bewusst auf einen Alarm mit Sirenen verzichtet, da man eine Überlastung des Notrufs 112 befürchtete. Selbst in den Regionen, in denen mit Sirenen alarmiert wurde, hatte dies nur wenig Wirkung, da die meisten Menschen über Radio und Fernsehen an Informationen über den Grund des Alarms kommen wollten. Aber die wenigsten Sender berichteten über die bevorstehende Gefahr. Nicht einmal, als die ersten Orte überflutet wurden, wurde in den Medien ausführlich darüber berichtet. Der WDR zum Beispiel strahlte stattdessen lieber eine Berichterstattung über die Olympischen Sommerspiele aus und blendete nur gelegentlich kurze Zwischenberichte zum Hochwasser ein. Die Europäische Union gab bereits 2018 eine Empfehlung heraus, für solche Warnungen ein System einzurichten, über das an alle Mobiltelefone, die in einer Funkzelle innerhalb der bedrohten Gebiete eingewählt sind, zeitgleich Textnachrichten gesendet werden können, unabhängig vom jeweiligen Mobilfunkanbieter. Dieses Cell Broadcast genannte System wird bereits in vielen Ländern eingesetzt. In Deutschland hingegen wollte man einen eigenen Weg gehen und stattdessen auf Warn-Apps setzen, die zum einen auf jedem Mobiltelefon manuell installiert werden müssen und deren Entwicklung zum anderen Unsummen gekostet haben. Drittens, unzureichender Bevölkerungsschutz. Zahlreiche Experten weltweit kritisierten nach der Katastrophe die Art und Weise, wie die Bundesrepublik Deutschland auf die Warnungen des europäischen Hochwasserwarnsystems reagierte. Es hatte sich um Warnungen der höchsten Stufe gehandelt. Die meisten Länder hätten daraufhin auf Bundesebene Warnungen an die Bevölkerung weitergegeben. In Deutschland jedoch reichte der Bund die Warnungen an die Länder und diese wiederum an die Landkreise weiter. Dies verkürzte einerseits die Vorwarnzeit immens und führte andererseits zu völlig unterschiedlichen Vorgehensweisen in den einzelnen Regionen. Viertens, unzureichende und veraltete Notfallpläne. In einigen der betroffenen Regionen waren die Notfallpläne für Überschwemmungen völlig veraltet und stammten teilweise noch aus den 60er und 70er Jahren. Dementsprechend waren diese auch auf die damaligen Bevölkerungszahlen und baulichen Begebenheiten ausgelegt und für die heutigen Verhältnisse völlig unzureichend. Fünftens, fehlendes Personal und Ausrüstung der Rettungskräfte. In vielen betroffenen Regionen gibt es nur freiwillige Feuerwehren. Diese klagen schon lange über unzureichende Zuschüsse von Bund und Ländern und sind zum großen Teil auf freiwillige Spenden angewiesen. Dadurch fehlte es in vielen Regionen an schwerem Gerät und die Rettungskräfte konnten erst nach dem Eintreffen der Bundeswehr in die betroffenen Gebiete vordringen. Zudem fehlte es auch vielerorts an Personal. Sechstens, Umgang mit freiwilligen Helfern. Aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland reisten zahlreiche Personen in die Krisengebiete, um dort freiwillig zu helfen. Teilweise auch mit schwerem Gerät. Viele von ihnen berichteten, dass sie wieder weggeschickt wurden, da sie sonst den offiziellen Rettungskräften im Weg stehen würden. Selbst in Gebieten, in denen die Rettungskräfte völlig überfordert waren. In einigen schwer zugänglichen Gebieten dauerte es Tage, bis endlich die Leichen geborgen wurden. Tierkadaver wurden zum Teil erst nach Wochen beseitigt. Nun zu den Ereignissen nach der Katastrophe. Die Staatsanwaltschaft Koblenz leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen gegen den Landrat des Landkreises Ahrweiler und ein Mitglied des Krisenstabs ein.
In NRW beantragten die Grünen und die SPD einen Untersuchungsausschuss. In diesem sollte geklärt werden, ob die Landesbehörden die Warnungen an die Kommunen schnell genug weitergeleitet hatten und auch den Ernst der Lage ausreichend kommuniziert hatten. Bund und Länder versprachen schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfe für die Betroffenen. Die Realität sieht aber anders aus. Um Unterstützung zu bekommen, müssen die Betroffenen komplizierte Anträge ausfüllen, was für die meisten ohne Unterstützung kaum möglich ist. Zusätzlich sind fachmännische Gutachten über die entstandenen Schäden nötig. Und so gibt es auch jetzt, mehr als ein halbes Jahr nach der Katastrophe, immer noch zahlreiche Menschen und Familien, die nach wie vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Erst nach der Katastrophe beschloss die damalige Regierung, nun doch das von der EU empfohlene Cell Broadcasting einzusetzen. Bis wann dieses System aber einsatzbereit sein wird, weiß noch niemand. Wenn ihr dieses Video bis hierhin angesehen habt, werdet ihr nun vermutlich auch verstehen, wieso ich es in der Kategorie Katastrophe Mensch eingeordnet habe. Das Hochwasser an sich und der Großteil der damit verbundenen Schäden hätten sich nicht vermeiden lassen. Dass aber 184 Menschen in Deutschland sterben mussten, liegt an einer langen Verkettung von Missständen im Katastrophenmanagement, mangelhaften Vorschriften bezüglich Notfallplänen, unterfinanzierten Rettungskräften und vor allem an einem lückenhaften und fehleranfälligen flächendeckenden Warnsystem. Dass dies alles, vor allem in unserer heutigen digitalen Zeit, mit flächendeckender Vernetzung nicht funktioniert hat, liegt meiner Meinung nach vor allem am Versäumnis von Bund und Ländern, diese Systeme an die heutigen Möglichkeiten anzupassen. Es ist ja auch nicht so, als ob man nicht gewusst hätte, dass die vorhandenen Systeme mangelhaft sind. Bereits nach dem Hochwasser im Jahr 2002 war festgestellt worden, dass eine grundlegende Überarbeitung der Vorgehensweisen und der Bauvorschriften für hochwassergefährdete Gebiete notwendig ist. Von den Punkten, die im Anschluss in einem Gesetzesentwurf aufgeführt worden waren, hatte man nach dem Regierungswechsel gerade einmal 5% umgesetzt. Und auch jetzt, nach der Katastrophe vom letzten Jahr, wurden bisher keine größeren Konsequenzen gezogen. Anscheinend gibt es ja wichtigere Dinge, über die man sich Gedanken machen muss, als Naturkatastrophen, die plötzlich hereinbrechen und zahlreiche Existenzen zerstören und auch Menschenleben fordern können. An dieser Stelle eine Bitte von mir. Diskutiert gerne darüber in den Kommentaren, aber bleibt dabei bitte sachlich. Beleidigende Kommentare werde ich ohne Vorwarnung direkt löschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch oder ein Abo hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal.